Hi, weiter geht's bei Mega. Heute machen wir was Besonderes und zwar lutschen wir auch den Nether leer. Wie wollen wir das machen? Nach dem Intro. Los geht's. Ich hab gar kein Intro. Verarscht. So, folgendes. Wir haben jetzt hier zwei Bilder am Laufen. Und zwar Hintergrund dessen ist ja der Angel Ring. Und wir brauchen für den Angel Ring auch noch ein anderes Material. Und zwar Angel Ring. Wir brauchen neben Unobtainium, was wir ja im Nether, im End, glaube ich, gerade machen, brauchen wir auch noch Vibranium. Oder war das andersrum? Ne, Vibranium. Und das gibt's im Nether und dafür müssen wir den Nether jetzt nochmal leer lutschen. Und vor allen Dingen, was auch noch ein guter Tipp war, das sind Compressed-Blöcke. Das heißt, wir brauchen relativ viel, so 162. Also habe ich den anderen Bilder auch noch laufen. Also im Gesamten laufen dann drei Bilder gleichzeitig. Aber warte mal, ich muss hier nur Back eingeben, ne? So, und dieses Material, was wir suchen, befindet sich nur im Crimson und im Warp Forest. Ich habe jetzt mal den Crimson Forest eingegeben. Ich glaube, der Warp Forest in der Nähe war nicht so geil. Deswegen fliegen wir mal ganz kurz dahin. Kann man das überhaupt sehen? Ah doch, kann man sehen. So halb, hier. Nee, da. Hier ist irgendwo die Zahl. Hier, guck. Noch 181 Meter hinter dieser Wand. Komme ich da durch? Ah, guck mal. Der Geheimweg schlechthin bei dieser Festung. Echt? Und hier soll ein Warp Forest sein? Sieht mir gar nicht so aus. Und den Crimson Forest, ne? Crimson? Ah, da, doch. Hi. Okay, da ist der Crimson Forest und wir müssen nur zwischen 100, also von hier bis zur Decke, machen wir jetzt alles kaputt bis da hinten hin. Und da muss dann irgendwo das Zeug liegen. So die Theorie. Netherabbaubereich. Und F3 und G. F3 und G wieder weg. Ah, hätte ich auch einfach auf die Karte gucken können, ne? Da sieht man ja auch die Chunks. Was ist denn los? Da müssen wir hier nochmal laden. Und dann können wir hier den hinmachen. Ich habe einen Lever vergessen. Och Mann, ich vergesse alles. Da kommt der hin. Das ultimative Universalkabel. Ah ne, das haben wir anders letztes Mal gebaut, ne? Das kommt hier hin. Der kommt dahin. Und der Logistiktransporter kommt dahin. Eine Kiste und einen Lever brauchen wir noch. Und einen Lever. Und wieder back. So. Das sieht schon mal fast gut aus. So, und jetzt müssen wir nur noch den konfigurieren. Wir stellen den jetzt erstmal auf Bilder. Set. Ich glaube, Items gehen sogar schon rein. Wir müssen jetzt nur noch gucken, dass Energie da rauskommt. Energie kommt. Auto-Eject. Ist momentan nur in der Mitte. Ich muss aber unten haben. Output. Ja, jetzt guck mal. Jetzt kam grünes Zeug raus. Das heißt, Energie ist da. Die Sachen gehen auch rüber. Wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir die Karte anlegen hier. Achtung. Hup. Hier oben bestimmt, oder? Da ist sie. Und los geht's. Warte, vielleicht sollte ich ein bisschen Müll noch rausnehmen. Ich meine, ich soll hier noch Text aktivieren. Naja, sieht gut aus. Ich mag es, wenn Energie da ist. Ja, dann gucken wir mal, ob wir uns noch irgendwie verzaubern können, damit wir mehr aus den Rohstoffen bekommen, damit sich das mehr lohnt. Ich lasse jetzt einfach mal laufen und gehe zurück nach Home. So, dann gucken wir mal, dass wir unsere Picke mal stärker kriegen. Die ist jetzt auf Fortune 3 und ein bisschen mehr wäre echt cool. So, damit wir auch noch richtig gute Materialien abbauen können, mache ich mal ein paar bessere Verzauberungsshelves und dafür habe ich jetzt gerade ein paar Potions gebrut und da brauche ich noch, ich brauche noch die alten Shelves, bester Satz überhaupt, und ich brauche ein Crafting Table. Okay, und jetzt packe ich die Sachen da rein. Ich hoffe, es funktioniert, bitte. Ja, guckt's. Ein Hell Shelf und das müssen wir nachher auch nochmal verzaubern, dann gibt das sogar noch mehr und dann können wir noch bessere Verzauberung machen. Und da ist es, The Chaos of Hell. So, pass auf. 9 noch. Oh, Continuous Crafting. Seit wann ist der Knopf denn da? Okay, warte. Top, Alter. Jetzt ruhig ich nochmal aus, Alter. Ah, geht doch. So, jetzt brauchen wir noch, wie heißt das Ding? Wir brauchen eine Lapis. Wir können bis Level 45 verzaubern. Können wir bis Level 45 verzaubern? Das heißt, wir können ja auch die verzaubern. Oh, wie krass wäre das denn? Das wäre ja der Wahnsinn, du. Infusion, los geht's.
Aber nicht so viele, weil dann sind die Sachen so teuer. Wir holen erstmal nur 50. Ist natürlich geil, dass das jetzt unten ist. Ich gebe zu, das ist da noch nicht so gut durchdacht. Wir machen nächstes Mal, dass unsere XP auch oben ist. Werden wir mit dem ME-System hochziehen in unserer Verzauberungsetage. So machen wir das. Infusion. Ist das jetzt gut? Der leuchtet gar nicht mehr, aber der ist besser. Hä, warum kostet der 49 jetzt? Aha, guck mal, da ist Soulbound nur noch drauf. Wir nehmen mal weniger. Wir nehmen jetzt mal den. Soulbound. 40. 44. Oh. Okay, 47. Korrekt. Ich kann die Library bauen. Oh, das mache ich dann auf jeden Fall. Heißt die echt Library? Ne, ich brauche mehr Fortune. Mehr Fortune. Was hatte Ingo gerade? 7? Da, jetzt haben wir schon 2x Fortune 3. Demnach hätten wir 2x 4. Das heißt, wir haben 1x 5. Oh, korrekt. Und wir haben die Library. Jetzt bin ich mal gespannt. Die habe ich noch nie gebaut, aber die soll wohl super krass sein. Guckt's euch an. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. Okay, warte. Und jetzt kann man alle Bücher hier reinlegen. Ich pack das mal rein. Ach krass, guck mal, Max Level 3. 1. Wir können ja mal gucken, wir haben jetzt Efficiency Max Level 3. Max haben wir jetzt Efficiency 4. Jetzt packen wir nochmal Efficiency 4 rein. Hab immer noch Efficiency 4. Bekomme nicht Effi 5 raus. Und jetzt haben wir Efficiency, ne gar nicht, Fortune 6. Jetzt brauche ich ja noch ein Fortune-Buch. Oh Mann, ey. Ich glaube, Soulbound können wir mal wieder verkaufen. Der Sick Touch. Ah. Fortune 3. Okay, aber wenn wir jetzt einfach mehr Fortune-Bücher reintun. Also wir brauchen so um die 30 Fortune-Punkte. Okay, weiter geht's. ich brauche mehr Books. Da haben wir dann 3er, 2er. Bücher rein. Jetzt aber. Okay, wir haben 2 6er. Hört sich super gut an. Die machen wir jetzt zu einem 7er. Pack das hier rein. Das heißt, maximal ist 7, was wir rausnehmen können. Und nehmen jetzt einen 7er raus. Und wir haben noch 7 zur Auswahl. Okay, jetzt nehmen wir unsere Pickaxe, wo auch Fortune 3 schon drauf ist. Egal, enchanten wir. Und packen da Fortune 7 drauf. Oh, oh, mein Amboss ist weg. Und weil so schön ist, nehmen wir auch eine Efficiency. Aber dann nehmen wir auch echt nur einen 5er, glaube ich. Krass, wir haben alles vorbereitet. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz im Nether, ob wir da jetzt ein paar Erze schon sehen, die wir abbauen können. Und wir sehen ein paar Erze, die wir abbauen können. Das ist immer cool. Vibranium Ohr. Ich mach mal Magnet mal kurz an. Und komm her. Fortune 7. Und wir haben 1. Oh. Warum kommt denn da nicht mehr raus? Okay, da waren jetzt mehr drin. Ich glaube, die lagen da rum. Oder habe ich die falsche. Ne, die falsche Pickaxe kann nicht sein. Okay, ich glaube, nur der erste war zu. Ich glaube, der erste wollte mich nur verarschen. 25, sieht gut aus. Fortune brauchen wir für die Erze, wo keine Quarry. Für Erze, die Quarry nicht abbauen kann, ne? Genau, erste war zum warm werden. Okay, immerhin 40. Und wir haben. Oh, Hilfe! Wer ist er denn? Okay. Aber geil, ich glaube, morgen haben wir den Angel Ring. Tschüss!